Die Menschen in Kroatien haben heute in einer Stichwahl über ihr neues Staatsoberhaupt abgestimmt. Erste Prognosen deuten auf einen knappen Sieg der konservativen Herausforderin Grabar Kitarovic hin. Bei der ersten Runde vor 2 Wochen hatte die Ex-Außenministerin noch hinter dem liberalen Amtsinhaber Josipovic gelegen. Der Präsident hat in Kroatien in erster Linie repräsentative Aufgaben.